Also, und dann haben wir ein bisschen Ärger gehabt. Aha. Ah, hey, endlich redest du auch mal mit mir. Ja, was geht? Hast du meine Geschichte verstanden? Oder ist dein Telefon komplett kaputt? Nicht, ich habe nichts verstanden. Wir haben noch gar nicht geredet. Doch, ich habe dir die ganze Zeit eine Geschichte erzählt. Hä, wir waren doch nicht die ganze Zeit am Telefon. Hä, doch, du hast mich doch die ganze Zeit angerufen. Aber du hast nicht geredet und dann dachte ich, okay, erzähle ich dir eine Geschichte. Ach so, ich habe auch eine Geschichte. Ich hatte einen Trip meines Lebens und das Auto steht heute in der Wüste und ich bin bei diesem Scheißpark. Was für ein Park? Kleiner Park? Aha. Oder in der Stadt, meinst du? Ja, richtig. Kannst du mich abholen? Ich habe keine Schuhe an. Hä, warum hast du keine Schuhe an? Weil die bei meinem Auto sind. Oh, ja, ich komme vorbei. Bis gleich. Ich glaube, bis gleich. So, wo ist dein Auto? An der Wüste beim großen See. Ja, der See ist groß. Richtig. Du hast recht. Und wo bei dem verdammten großen See? Ja, erstmal fahren wir zu der Wüste. Aha. Was da, geht? Wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich war krank. Du warst krank, scheiße. Aber mir geht's schon besser. Aha, das ist gut. Also ich kann auf jeden Fall besser reden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Du hast eine Menge verpasst. Oh, das glaube ich. Erzähl. Uff. Also erstmal. Fang von ganz vorne an. Erstmal machen wir jeden Tag die ganzen Aufgaben. Sind das viele geworden? Aha, ja, jeden Tag. Achso, ja, okay. Hat er irgendwas Neues? Immer mal wieder eine neue Aufgabe. Wir nee, das meine ich nicht. Ich meine, ob der Neue Neues Informationen erzählt, ja. Nee, aber ich glaube, der kriegt bald Informationen über Dealer. Ich hab gesehen, unten da am Hafen, da ist ein neuer Typ. Aha, ein Ex, der einem Tälerware an hat, Chips gesagt. Tälerwaren? Ja, weißt du, was Hehlerwaren sind? Ach so, Hehlerwaren. Ach so, ich hab Tälerwaren. Ja, das habe ich gesehen, ich war schon bei dem. Kannst du mir erklären, was Tälerwaren sind? Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt, Tälerwaren. Nee, Hehler. Ach so. Also sowas wie Kusch und alles. Sondern? Warum sind Kusch dein Hehlerwaren? Ja, alles, dachte ich. Hehlerwaren sind geklaute Sachen. Ja, aber Kusch ist ja auch illegal. Ja, aber... Okay, geklaute Sachen. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da noch nicht mit aus. Und woher bekommen wir geklaute Sachen? Keine Ahnung. Vielleicht aus irgendwelchen Rich-Kid-Häusern oder so? Ich weiß es nicht. Okay, also wisst ihr das noch gar nicht? Hä, nee. Okay. Ja, die angeln alle. Aber ich angel nicht. Ja, ich finde Angeln auch scheiße. Aber ich finde auch Schrott scheiße. Aber Angeln verdienst du am meisten Geld. Ich habe jetzt gerade eine Seekatze geangelt. Ah, hast du echt geangelt? Ja, ich wollte einmal ausprobieren. Aha. Dann hast du angerufen. Chips hat $30,000. Uff. Geangelt. Wie lange hat er geangelt? Keine Ahnung. Ich höre immer, oh, ich bin schon 20 Stunden wach. Oh, ich bin schon... Uff. Keine Ahnung, wie lange wach. Ja, Angeln kann man wirklich machen, wenn man ganz alleine ist. Naja, so wie Chips. Chips ist immer alleine. Oh, au. Okay, nee, ich mach das nicht. Was dann? Was war noch? Wir hatten eine Schießerei. Mit wem? Mit der Müllabfuhr. Wer ist denn die Müllabfuhr? Keine Ahnung, die heißen irgendwie Huber Crips oder so. Die sind blau-orange. Oh, die habe ich schon mal gesehen. Ja, die haben MJ, wir wollten ein paar Leute abziehen fahren hier oben beim Schrott. Ja. Und dann haben die MJ geschnitten und den Mittelfinger gezeigt und dann sind wir den hinterhergefahren. Und dann hat MJ dem eine reingehauen, dann haben die sich geprügelt. Und unsere Hood Rat, kennst du noch Nolan? Ja. Aha, gut. Zu dem Thema kommen wir noch. Der hat da eine Waffe gezogen. Uff. Und das fanden die halt nicht so geil. Und dann sind die zu uns in die Hood gekommen und da gab es dann eine dicke Schießerei. Warte, stopp. Also du weißt ja gar nicht, wo das Auto ist. Links. Nö. Ja, okay. Dann langfahren. Also gerade. Stopp, links. Nein, 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 links. Was machst du denn? Ja, ich fahr dahin, wo du sagst. Ja, aber den Weg. Du willst mich doch verarschen. Ja, ja, okay, aber warum hat er überhaupt eine Waffe rausgeholt? Weil von denen auch einer, also keiner, der blau anhatte, aber die waren mit dem unterwegs, der hat auch eine Waffe gezogen. Aber Nolan hat halt zuerst geschossen. Warum hat er denn geschossen, wenn die sich prügeln? Keine Ahnung, weil der dumm ist, das muss er noch lernen. Uff. Aber, ja.
Das Ding ist, sie wollten. Die hatten eine Waffe. Die haben auch eine Waffe gezogen. Oder keiner von denen. Doch, es hat jemand eine Waffe von denen gezogen. Und daraufhin hat Nolan eine Waffe gezogen und dann halt direkt geschossen. Oh. Mhm. Ja, aber die können sich ja nicht beschweren, dass einer von uns eine Waffe zieht, wenn die selber eine Waffe ziehen. Ja, aber die haben nicht geschossen. Ja, es wäre dann auch klar, aber es wäre dann nur eine Frage der Zeit gewesen. Ja, und dann haben wir die nochmal im Krankenhaus getroffen und dann meinten die zu uns, dass wenn wir... Yo, AC, was geht ab? Was machst du da? Aha, yo, easy, ich bin mit Hope unterwegs. Ja, Hope kommt auch mal... Ja, genau. Ja, ja, die kommt auch mal wieder raus. Hallo, ja. Ich war krank. Ja, das habe ich AC auch schon gesagt, Hope, dass du krank bist. Aber AC sagt, man kann auch krank rauskommen. Du sollst mal nicht so rumheulen. Kann man auch, aber dann beschwert ihr euch, wenn ich euch alle angesteckt habe. Ja, AC, jetzt sagt sie... dass wir uns dann beschwert hätten, wenn sie uns alle ansteckt, aber sie kann auch einfach ein Bandana anziehen, ist scheißegal. Ach, ihr habt mich vermisst. Hä, was? Wir haben Bullen vor der Haustür? Hope, steig mal in deine Karre, wir fahren mal zum Motor. Alles klar. Wir treffen uns da, bis gleich. Wollt ihr mich jetzt weiter aufklären? Nee, ich will jetzt, dass er zum scheiß Krankenhaus fährt und wir dann will ich euch was zeigen. Hä, wieso Krankenhaus? Weil er sich nachuntersuchen lassen muss, weil uns vielleicht ein paar Kugeln rausgeholt wurden. Wann war das denn? Vor 3 Tagen. Alter. Hat sich irgendjemand schwer verletzt? Wir haben die 7 Kugeln rausgeholt. Hä, du hast doch nur gesagt, warte. Ich lag 2 Tage im Krankenhaus. Du warst aber erst bei der Geschichte, wo der eine Waffe rausgeholt hat und dann hat er eine Waffe rausgeholt und haben die geschossen und das fanden die nicht so cool. Und dann, ich habe dir auch schon gesagt, dass die uns hier in dem Motel überrannt haben. Nee, das hast du das mir noch nicht gesagt. Habe ich dir gesagt, du hörst mir nur wieder nicht zu. Gar nicht, nee. Da hat Esi dann angerufen. Aha, ach guck mal, da kommt er. Ey, erklär mal weiter. Du musst, glaube ich, hier auch öfters mal was aufschreiben. Hä, ich war die ganze Zeit nicht da. Ja, aber wenn der Freddy was erzählt und du... Das hat er aber noch nicht erzählt. Ja, also folgendermaßen. Moment. Währenddessen wurden wir auf jeden Fall unterbrochen. Wir waren ja dann später nach der Schlägerei, also nach dem Krankenhausaufenthalt, ne, habe ich mir Rippe geprellt und bla bla. Ne? Nachdem die euch überrannt haben, hier. Nee, da nach der Schlägerei. Weil waren wir ja nur kurz im Krankenhaus. Gab es da dann auch eine Schießerei oder nur von unserer Seite? Ich weiß es nicht. Also ich habe zwar Schüsse gehört, aber dann lag ich schon bewusstlos auf dem Boden, glaube ich. Weil ich habe nichts mehr mitgekriegt. Okay. Ja, und dann sind wir halt im Krankenhaus wegen mir und dann sind wir hingekommen. Und dann meinte der Freddy, jo, kann sein, dass sie gleich mal hier vorbeikommen. Ja, und dann sind wir halt nach oben gegangen. Und dann standen hier 2 Typen. Dachte ich erstmal, okay, die wollen reden. Aber mal höre ich von da hinten Schüsse. Und da war irgendwie Logan, hat irgendwie ausgekundschaftet und ja, dann fing's an. Ist halt nicht gut für uns ausgegangen. War keiner von uns auf den Dächern? Ja doch, aber die, Alter, vor allem ich hatte ja nur so ein Sehproblem, ne? Meine Brille war kaputt, habe ich verschwommen gesehen. Okay. Und auf die Entfernung, also da oben, wo das Schild ist, war jemand und ja, ich habe echt verschwommen gesehen, ich habe den nicht gesehen. Und da auf dem Schild war jemand? Nicht auf dem Schild. Ja, auf dem Dach. Ja, dann war irgendwo da hinten welche auf dem Dach, auf dem Boden, in Gassen, also wirklich wie eine chinesische Armee, Alter. Also 3000 haben sie sich extra verteilt. Du bist ja immer noch nicht losgefahren. Ja, ich klär die doch gerade auf. Ich will euch was zeigen. Ja, dann zeig jetzt und dann fahr ich gleich. Ja, nee, ja, kann ich gleich auch machen. Aber erstmal will ich, dass die scheiß Koppers hier weg sind. Haben die sich hier auf dem ganzen Platz über rumverteilt, dann haben die aber ausgekundschaftet, dann, ha? Ja, die standen da hinten auf den Dächern, die standen da, sind von hinten, sind von der Seite, überall sind die gekommen. Also 3000 Mann locker waren das. Uff. Ja, nee, keine Ahnung, ich schätze mal so 15 bis 20 Leute waren das schon. Okay. Ja. Und jetzt waren die alleine oder war da noch eine andere Gruppe dabei? Ne, da waren auch noch ein paar andere dabei.
Was hatten die damit zu tun? Keine Ahnung. Wenn er sagt 15 bis 20? Ja, vielleicht, weißt du, haben die ein paar Freunde angerufen, jo, helf uns mal und so. Wow. Keine Ahnung. Habt ihr seitdem mit denen nochmal geredet? Nee. Also weiß ich nicht. Ich lag ja einen Tag im Krankenhaus. Einen Tag hier im Bett. Dann war ich mal wieder kurz wach zu Nachkontrolle. Heute nochmal Nachkontrolle. Gestern ein bisschen gesoffen. Wie geht's dir? Nicht so geil. Okay, ihr steigt gleich mal in eure Karren und dann fahrt ihr mir kurz hinterher. Ich habe mir mit Tyrone, MJ und Chips was angeschaut, was uns ziemlich gut gefällt. Wollt ihr umziehen? Aha. Ja, warum doch nicht hier? Ich dachte, weil hier ein Motel ist und weil hier 500 Leute wohnen. Ja. Und uns das auf den Sack geht. Dann nach dem letzten, ich sag einfach mal, Gefecht, hat man gemerkt, dass das schwer ist, hier klarzukommen. Und wir haben was gefunden, was ziemlich geil ist. Okay. Ist ein Stück die Straße runter. Sogar noch ein bisschen näher am Strand. Ja, dann alles klar. Ich fahr bei dir mit. Aha, ja, warte. Wir haben hier einen riesen Parkplatz. Ihr seht wahrscheinlich die Leitern da oben, oder? Mhm. Du kommst da oben ganz, 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 ganz oben aufs Dach rauf, was natürlich auch einen riesen Vorteil bringt. Du kommst da aufs Dach rauf, du kommst da aufs Dach rauf, du kommst da aufs Dach rauf, du kommst da aufs Dach rauf. Und die Dächer hier kannst du nur durch den Innenhof erreichen. Oder halt über das ganz hohe Dach kannst du darüber klettern. Wir haben hier mehr als genug Platz. Vielleicht kann man noch mal irgendwie... Da vorne sind ein paar Apartments. Vielleicht kann man da ein bisschen was aufknacken oder so. Und wir sind hier alleine. Hier ist keiner. Wir sind immer noch an der Westside. Und ja. Das Ding ist, wir wollen, dass jeder dafür ist. Deswegen zeigen wir das allen. Jo, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hat nicht einer von uns mal erzählt, dass hier irgendwo... Richtig, daran denke ich auch gerade. Dass hier irgendwo Gelbe wohnen sollen? Ja. Aha, komm mal mit. So, und wenn alle zufrieden sind, dann... Achso, noch was. Da vorne ist das Tattoo-Studio. Ach, das ist auch direkt hier? Ja, das ist direkt um die Ecke. Ja, das ist cool. Also eigentlich haben wir hier alles, was wir brauchen. Nur muss jeder damit zufrieden sein. Das entscheiden wir nicht alleine. Tyrone meinte, wenn die OGs das sagen, dann machen wir das, aber ich will, dass jeder zufrieden ist, weißt du? Ja, aber es gibt immer jemanden, der nicht zufrieden ist. Du kannst bisher, nicht sagen, dass... Bisher gibt es noch keinen. Also, das sieht auf den ersten Blick tatsächlich scheiße aus hier, aber das ist geil, wenn man den allen alles gezeigt hat. Guck mal, du kommst hier, guck mal. Also, kommst du mal hin. Hier ist noch ein Dach. Dann kommst du da rüber, dann kommst du da hinten rüber, ganz hinten kommen sie auch rauf, über die eine Leiter. Also, das ist eine verdammte Festung. Kommt mal auch auf das Dach da hinten? Welches? Das mit den Apartments? Oder welches? Das direkt hier. Ja. Da kannst du über die Apartments, du meinst das hier unten, ne? Richtig. Aha, kommst du. Da kannst du über das Geländer da unten, bei der Tür, kannst du da rauf. Oh, wie es wirklich weiß. Boah, jetzt kein Scheiß, Essie. Das ist ein bisschen hoch. Ich hab schon überlegt, aber... Nee, das würde ich nicht machen, ey. Ist mir doch ein bisschen zu hoch. Kommst du auch hoch. MJ war da gestern schon drauf. Wir haben halt wirklich damals auch alles. Also wir kommen hier verdammt nochmal überall rauf. Und wir kennen das. Also wenn wir das alles auskundschaften. Wir kennen das Gebiet hier. Ja, aber der Dach bringt hier nichts, Alter. Was? Das Dach hier unten bringt hier definitiv. Du hast keine Verteidigung. Nee, aber das, wo wir gerade draufstehen, bringt was. Jo, aber ganz du musst ehrlich, trotzdem nicht so ein bisschen verteidigen auf den Dächern. Ja, natürlich. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Jo. Aber wir haben hier zumindest die Möglichkeit. Also, das andere, da wurden wir halt einfach überrannt. Hier oben kannst du auch gut eine Besprechung machen. Aha. Oh, du hast alles noch im Blick und Ja. Du wirst von keinem belauscht. Sich von uns aber keiner auf dieser scheiß Dating-Seite da beworben, oder? Hä, doch ich. Dein Ernst jetzt? Hä, natürlich. Dein Ernst? Du musst dir das mal angucken, was für hässliche Menschen dabei sind. Uff.
Das ist voll witzig. Nee, dann müsste ich meine Nummer angeben. Bist du bescheuert? Ist doch scheißegal. Du musst ja keine matchen, dann kriegt doch keiner deine Nummer. Hä, das ist voll witzig. Ich hab schon Lauch gesehen, ich hab schon Mülltonnen gesehen, ich hab schon hässliche Polizisten gesehen, ich hab schon... Kommen da nicht nur Weiber? Nee. Das ist fast eine Pömmelparade. Hast du vielleicht aussehen männlich eingegeben? Oder du dich als weiblich? Nein. Du gibst ja gar nichts ein. Du gibst nur deine Nummer ein, lädst ein Foto hoch und fertig. Uff. Aber derjenige sieht erst deine Nummer, wenn er dich auch cool findet, ja? Ja, und wenn du ihn auch cool findest, wenn ihr beide Hattest euch cool findet. Hattest du schon einen? Aha. Nee. Doch, aber eins, ich habe nur eine gematcht und die hat direkt, die hat mich auch gematcht. Aber die hatte keine Farbe an, alles cool. Und ihr habt euch auch schon getroffen? Nein, haben wir nicht. Aber habe ich eigentlich auch nicht vor. Aha, wie heißt sie denn? Weiß ich nicht. Ah, gut. Das ist gut. War nicht, dass das auch wieder anfängt, ne? Das ist voll witzig. Klar. Ach, du bist viel zu, ich weiß nicht, wie das heißt. Langweilig. Langweilig? Ja. Ja. Stimmt. Ich hänge nicht auf diesen Date-Seiten rum. Hä, das macht voll Spaß, das ist voll witzig. Ja. Ich hab eigentlich, Alter, Freddy, ich hätte Was eher denn? Gedacht, dass AC das war. Hä, wir sind alle da. Hä, AC, du Was? Hast gesagt, du bist nicht da. Ich bin nicht da. Hä, natürlich, nee. Nein, da musst du deine Nummer angeben, Alter. Meinst du, ich gebe meine Nummer an? Hä, Chips ist da. MJ ist, glaube ich, auch da. Kenny ist da. Ja, das ist doch nur Spaß. Hast du schon einen von uns gedatet? MJ Wer, oder ich? So? Nein, ich mache sowas. Hätte ja sein können, dass du den ja... Hä, nein, ich guck mal nur die Bilder an. Die sind voll witzig. Ich habe schon eine Mülltonne gesehen. Und Lauch. Und hässliche Koppers. Kannst du ja mal gucken, ob die dir auch einen Match zurückgeben, die Mülltonnen. Vielleicht. Die matchen wahrscheinlich alles, damit die alle Nummern bekommen. Richtig. Und dann kannst du dich mit denen treffen und dann können wir den vielleicht als Geisel nehmen. Ey, der Lauch. War das Chips, Alter? Ich glaube schon. Ah, nee, ich dachte, das warst du, AC. Der Lauch? Da, ach, ihr habt da nicht euren echten Namen? Nee, das Bild. Du gibst da gar keinen Namen ein. Ach so. Was du gibst nur deine Namen? Nummer. Kein Name. Ach, da steht dann nur das da Bild. Da ist nur ein Bild und ein X und ein... Warte kurz. Und ein Herzchen. Und wie viele Herzen hast du schon verteilt? Also tatsächlich nur eins bisher. Und die hat mich auch gematcht. Wahrscheinlich hast du bisher nur ein Mädchen gefunden. Ja, nee, da sind schon ein paar mehr. Nicht, dass die sich die Jungs als Mädchen ausgeben, Alter. Das wäre voll eklig. Aber ich treffe mich auch nicht mit der. Was sagt er jetzt? Bist du fertig, AC? Jo. Können wir? Jo. Ja, ich brauche noch ein paar Instant-Suppen. Ich hab dir doch eine gekauft. Ich habe eine. Ich habe ganz viele. Die bringe ich jetzt zu mir in mein Zimmer. Den sag ich. Machen die so lecker satt oder was? Aha, die sind richtig geil. Was machst du da? Nach meinem Auto sein. Ist das dein Auto? Das ist dein Auto. Das ist mein Wagen. Ah, okay, dann schuldest du mir jetzt $150. Jo. Warum sollte ich das tun? Weil die Cops den abschleppen wollten und ich den Abschlepper bezahlt habe, weil ich dachte, dass die Karre zu einem von uns gehört. Ah, okay, also, ja. Cool. Und wir dafür gesorgt haben, dass die dann hier stehen. Kein Aha. Thema. Wer bist du? Ich bin Hakim. Hakim? Okay, und du wohnst da vorne bei dem Motel? Bei dem da vorne, nein. Aha. Aber warum steht dann dein Auto hier? Ich habe davon gestern Abend nur mein Fahrzeug abgeholt. Also mein jetziges. Ah, okay. Was kriegst du? $150. Na komm, hier hast du 400. Fick dich, gib das Geld her. Komm, wir gehen jetzt auf diese Chips. Chips, genau, weil du genauso dumm bist wie Chips. Gib das Geld her. Und wo wohnst du dann? Ich wohne ein bisschen weiter oben in Vinewood. Okay, und das Auto hast du von jemand anderem oder wie? Das war mein altes Fahrzeug, das verkaufe ich gerade. Ah, okay, alles klar.
Wie viel hat denn das da vorne gekostet? 36.000. I see. Okay, alles klar. Ja gut, dann. Pass auf dich auf, hä? Ja, ja auch. Ja, hau rein. Ey, Hope, wir können doch nicht zum Friseur. I see. Jetzt gib mir die Kohle. Geht doch. Ja, ja. Genau. Alter, ich dachte schon, der will uns ausrauben hier. Ich habe auch gedacht, der will an die Karre von einem von uns rangehen. Echt so? Okay, peace auch rein, Mann. Ja, mach's gut. Ich muss meine Reflexe üben. Ich hatte direkt eine Waffe in der Hand. Aha, ich wollte den direkt verprügeln eigentlich. Ich wollte ihm direkt eine Knarre an den Kopf halten. Was ist los mit dir, Alter? Ey, ganz ehrlich, ich werde aggressiv, wenn jemand einfach an ein rotes Auto geht. Aber dann dachte ich so, vielleicht gehört das auch ihm. Aber doch nicht direkt mit der Knarre einfach mal mit dem Besen drüber hauen, fertig ist, ey. Mit dem Besen? Ach so, bevor man mit ihm redet. Ist klar. Ist noch besser. Ja gut, erstmal reden. Du. Was geht ab? Jo, was geht? Das war nicht dein Fahrrad, oder? Nee, ich habe kein Fahrrad. Okay, wir haben das jetzt aufs Dach gebracht. Kann sein, dass es von einem von denen ist, die gestern alle da waren. Hier war gestern ein Full House. Habt ihr ja Party gemacht, oder was? Naja, Partys nicht unbedingt, aber in letzter Zeit sind relativ viele Leute immer hier. Ja, das habe ich auch schon gehört. Zeit, dass wir ja wegkommen. Hat dir Freddy schon hier gezeigt, wo wir gestern mal ein bisschen unterwegs waren? Ja, ich find's ganz cool. Er ist jetzt auch schon gesehen. Aber, Freddy meinte, ich soll dich fragen, was alles so passiert ist. Also ein paar Sachen weiß ich schon, aber du kannst dir das besser merken. Uff, die ganzen Tage, wo es nicht da war. Jo. Uff. Das mit der Schießerei habe ich mitbekommen. Okay, also mit diesen Blauen da. Ja, richtig. Obwohl ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum die euch über den Haufen gerannt haben, aber gut. Von denen hat einer eine Waffe gezogen, dann hat einer von unseren Hoodrats eine Waffe gezogen und so geschossen. Das fanden die nicht so lustig bei einer Schlägerei. Verständlicherweise. Und dann sind die hergekommen, um euch über den Haufen zu ballern mit 15 Leuten. Na ja gut, war ein bisschen was anderes. Ich bin dann immer noch der Überzeugung, dass es auch von denen ihrer Seite nicht so wirklich geplant war, dass die uns da über den Haufen ballern wollte. Weil denen ihre zwei OGs oder was auch immer standen ja vorne und haben mit Freddy und MJ und Nolan gequatscht und in der Zeit ging es quasi hinten das Geballere los. Ich meine, die haben ihre Jungs quasi vorne komplett schutzlos stehen gelassen. Deswegen glaube ich, dass sie ihre eigenen Jungs wieder mal nicht im Griff hatten und die hinten angefangen haben zu ballern und es im Vorfeld ein bisschen anders abgesprochen war. Zumindest okay. Hatte ich das Gefühl. Ja. Haben die dann auch auf einmal angefangen, die Waffen zu ziehen? Klar, ne? Vorne. Ja, klar. Nachdem dann geballert wurde, ja. Aber wie gesagt, du musst dir vorstellen, ich stand ja da oben und vorne, die standen dort vorne zu zweit und haben mit Freddy und MJ gequatscht und auf einmal habe ich Slogan hingerannt und währenddessen, als sie gequatscht haben, hat er einfach auf die geschossen. Und die wussten alle nicht, was jetzt los ist. Oh, Tyron, was geht, Bruder? Ja, wo ist Logan hingerannt? Ja, der ist quasi von hinten dann nach vorne gerannt und währenddessen Freddy und MJ noch im Gespräch waren mit den anderen zwei Blauen, hat Logan aus dem Nichts quasi das Feuer auf die eröffnet. Und ich glaube, die Blauen waren gefühlt genauso verwundert und deswegen bin ich mir echt der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht ganz so geplant war, wie das abgelaufen ist. Und okay. Die wahrscheinlich ihre eigenen Jungs wieder nicht im Griff hatten, die hinten angefangen haben zu ballern. Scheiße. Meinst du, die wollten wirklich reden? Ja. Ich weiß nicht, was haben die denn zu euch gesagt? Oder habt ihr nicht viel miteinander geredet? Also, das lief eigentlich ganz gut. Also, Nolan hat gerade so seine Sichtweise erzählt, was die Phase war. Und auf einmal flogen hinten die Kugeln. Und da kam Logan nach vorne und hat dem einen Blauen, der hier, der mit uns geredet hat, hat den direkt angeschossen. Und dann dachte ich so, oh shit, jetzt geht's los. Also doof wären die auch nicht einfach hier vorne hinzustellen, weißt du, wenn die Schießer. Aber die waren ja gut verteilt, habe ich mir. Also, ne? Ja, vielleicht aber auch halt nur als Absicherung oder vielleicht. Also ich glaube zumindest, dass der Moment nicht der war, in dem sie uns angreifen wollten. Ah doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass es ein Ablenkungsmanöver war. Weil die haben Leute hinten auf dem Dach positioniert, die haben links Leute. Von da ist mir einer entgegengekommen. Hinten waren Leute, da waren Leute, es waren überall Leute. Ja, das Ding ist ja, also, keine Ahnung, ich gehe halt dann immer von mir aus. Also, wenn ihr quasi, wenn meine OGs da vorne stehen, würde ich niemals quasi euer Leben so aufs Spiel setzen und hinten das Ballern anfangen, wenn ihr vorne schutzlos steht vor irgendwelchen anderen. Jo. Ja. Also, absichern, klar, auf Dächern würden wir auch machen bei einem Gespräch, falls es, ne, eskaliert. Aber ansonsten, du willst da ja eigentlich nicht vorne stehen und dann eine Schießerei haben, wenn du gerade am Reden bist. Aber gut, das weiß ich. Was noch?
Dips wurde gestern noch angeschossen. Von wem das denn? Am Stadtpark. Kamen irgendwelche schwarz markiert. Wie gesagt, ich war auch nicht bei. Ich war gerade unterwegs und bin dann dazugekommen. Ich wollte arbeiten gehen und dann wurde es wieder unterbrochen. Da kamen wohl irgendwelche Schwarzmaskierten, die haben wohl einen abgestochen und haben dann irgendwie rumgeschossen und da wurden dann aber, es war aber kein gezielter Angriff auf uns oder Chips, sondern da wurden glaube ich 3 oder 4 Leute verletzt und angeschossen, die halt einfach nur irgendwie in den Schussbahnen waren. Ah, okay. Da sind wir aber auch noch dabei, gestern rauszufinden, wer das war, weil wie gesagt, die anderen sind mir völlig egal, aber es hat halt einen von uns getroffen. Im ersten Moment haben wir mal, bei den OCBs angerufen, weil wir gedacht haben, die waren das vielleicht, weil da ging es um diesen Johnny King, genau, der wurde nämlich da rausgezogen und dann war natürlich der Verdacht nahe, weil wir ja kurz vorher, Freddy weiß, der mit denen telefoniert haben. Aha. Und dass sie den vielleicht dort cashen wollten. Aber wie gesagt, Prey hat uns dann sein Wort gegeben, da er war nicht da und seine Jungs machen nichts ohne, wenn er nicht da ist, und er hat auch nachgefragt und sie waren es nicht. Okay. Aber mit Prey und seinen Jungs sah es cool. Aha. Ja, das ist sogar mehr als cool. Also, weißt du das auch schon von dem Abkommen, was mit den OCBs haben? Ich wusste, dass wir eins machen wollten, aber wir hatten das Gespräch nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie jetzt. Das hatten wir schon. Genau, das Gespräch war jetzt da. Wir haben mit denen gesprochen. Wir haben die Straßenpreise abgeschlossen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Westside ist unter unserer Kontrolle. Keiner von Lila lässt sich hier in der Westside sehen. Dafür lassen wir uns nicht in der Southside sehen. Also, zumindest was man das Ticken betrifft. Der Rest der Stadt ist quasi komplett offen für alle. Wenn halt einer tickt, dann tickt er. Einzigste Einschränkung, dass wir nicht an öffentlichen Orten ticken, wie zum Beispiel Stadtpark, weil dann die Bullen natürlich relativ schnell Wind davon bekommen. Wir versuchen das irgendwie woanders hinzulagern. Und ja, und wir sind jetzt, wie gesagt, sowohl wir wie auch die sind ein bisschen auf der Jagd nach den ganzen Hobbygärtnern. Da haben wir gestern auch schon versucht, welche loszuschicken, die ein bisschen Leute anquatschen und nach Dope fragen und die uns dann für eine gewisse Gegenleistung oder einfach nur aus Gutwill die Nummern zustecken und wir kümmern uns dann um die Hobbygärtner so eins nach dem anderen. Das ist gut. Und wie sind die Preise? Auf was habt ihr euch geeinigt? 350 bis 450, je nach Qualitätsstufe. Als 350 ist Anfang bis 450. Das aber ist das nicht zu viel? Ja, wir haben auch darüber gesprochen und waren uns nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch ein bisschen zu viel ist für die Straße. Mhm. Allerdings haben wir gesagt, wir setzen jetzt erstmal so an. Jo. Und runtergehen können wir dann immer noch, aber zumindest mal, dass wir schauen, dass das Business komplett in unserer Hand und in ihrer Hand ist und da kein anderer mit reinfuscht. Also auch keine anderen Gangs, oder? Also bisher wüsste ich jetzt noch nicht, wer großartig tickt, aber wenn es irgendwelche kleinen, keine Ahnung. Jo. Ich würde da trotzdem erstmal gegengehen. Besonders wenn sie halt sich nicht an den Straßenpreis halten, den wir quasi jetzt erstmal als richtig ansehen. Okay. Ja. Ich meine, weil dann drängen die uns ja auch wieder raus. Was geht ab? Was geht ab? Wie geht's dir? Oh, du hast dich immer noch nicht gewaschen. Ich glaube, die Wunde hat sich entzündet, Mann. Ich muss jetzt gleich mal zum Krankenhaus. Scheiße, Mann. Er hat so ganz runde Ränder bei der Schusswunde. Ich muss, glaube ich, mal gucken lassen. Ja, da sind auf jeden Fall welche da, weil wir waren auch gerade mit AC. Okay. Ich muss aber erstmal nach meinem Lolo gucken. Ja, mach. Was ist denn für ein Lolo? Ob mein Lolo da ist, wo ich kaufen will. Welcher Lolo? Ja, da müsstest du vielleicht auch mal noch was wissen. Den Chino. Wie viel kosten die? Aber den Custom, oder? Ja. Der ist da, der stand gestern. Ja, aber der ist heute Nacht schon nicht mehr da, nur den normalen Chino. Oh, scheiße. Was müssen die wissen, T? Ja, hier mit Vince und so einem Rich Kid. Alter, da muss ich eigentlich mal... Der Typ hat mir schon 12.000 geschenkt. Was? Krass. Mhm. Warum? Und wir überlegen, ich weiß nicht, weil der halt gestern mit uns unterwegs war und ich habe halt gesagt, scheiße, ich brauche noch ein bisschen Geld. Dann hat er mich gefragt, ja, wie viel brauchst du denn für den Lolo noch? Ich dann, ja, so 12.000. Dann hat er mir die gegeben. Wer hat dir das geschenkt? Ja, und pass mal auf, kurz darauf ist er hier angekommen mit so einem Rolls-Royce-Verschnitt und hat dann zu seinem Kumpel gesagt, hey, hast du schon eine Karre? Dann sagt er, nee, und dann sagt er, jo, komm, ich schenke dir meinen Baller, ich habe jetzt eine neue Karre. Oh fuck, den müssen wir haben. Ich muss wissen, womit er sein Geld verdient. Mhm. Weißt du, das ist der Typ, der die Ballers aufmachen will. Und bei den Ballers war vorher. Dein Ernst? Deswegen bin ich da gerade ein bisschen dran mit dem, weißt du? Naja, aber da bin ich ganz vorsichtig bei dem Typ. Der Typ ist mir scheiße. Aber der kreuzt ja ziemlich rum mit der Kohle, oder? Ich will nur wissen, wo der die Kohle her hat. Ja, der ist jetzt anscheinend blank, hat er gemeint. Ja, aber womit hat er die Kohle gemacht? Das ist interessant. Ja, der war vorher mal Chefarzt. Ah. Oh. Okay.
Irgendwie so. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob jemand im Krankenhaus ist, weil das Wundet brennt ein bisschen. Ja, dann fahr rüber. Wenn du hochfährst, Lolo kaufen, sag Bescheid, ich fahr dich hoch. Ja. Und ich leine dann nachher später aus. Aha. was ist jetzt? Ich habe den beiden die Hut da drüben gezeigt. Und ja, fanden die auch ganz cool. Also bisher habe ich noch keinen, der sagt, nee. Wen habt ihr das denn noch nicht gezeigt? Frag ich mal so. Also ich keine Ahnung, Kaiser, Kenny. Ich weiß nicht, ob die Seite da waren. Also mit wem ich gestern Nacht gesprochen habe, Anna war gestern Nacht noch da. Sie hat aber gemeint, ihr ist es egal. Also sie gesagt, wenn wir da rüber wollen, sie hat es zwar nicht gesehen, aber ihr ist es egal. Ja, Thema Anna wird auch nochmal angesprochen. Stimmt, das wolltest du mir noch sagen. Hä? Darüber wollten wir noch reden, dann wurden wir unterbrochen mit Anna. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Also, ganz ehrlich, wir müssen langsam gucken, wer mit uns hier am Start ist und wer nicht. Ja. Weil wir können darauf nicht mehr warten. Wir müssen jetzt langsam mal uns hier zeigen. Und da können wir nicht immer nur mit drei Leuten hinlaufen. Egal wohin. In letzter Zeit nur drei Leute. Ja, drei, vier, fünf maximal. Ja, aber warte darauf bis Neujahr. Ja. Bei mir ging es jetzt auch nicht so gut, sonst bin ich ja auch immer da. Ja, aber du warst krank, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber du weißt ja nicht, zum Beispiel MJ hat ja auch gesagt, er fliegt zu der Familie und so, weißt du? Ja, MJ war aber auch da. Ja, das und hat er Anna, ja auch gesagt. Anna war in Europa. Ja. Dann war sie danach, als sie wiedergekommen ist, war sie einen Abend da und danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Okay. Hast du sie mal gefragt, Herr Ron, was los ist? Nee, ich habe sie nicht gefragt. Oder hat sie irgendwas gesagt? Sie hat gesagt, sie geht arbeiten. Das war das Gespräch. Okay. Nice. Ja, das Ding ist, ach so, genau. Nolan. Ach, von dem brauche ich noch die Nummer. Aha, Nolan ist. Ja, das soll der sich aber selber besorgen, ne? Ja, aber klar, aber ich will sie trotzdem haben, falls ja, ich ja. Gucken muss. Aber erzähl ruhig. Nolan, lassen wir jetzt erstmal als Hood Rat da, bis wir mit Logan geredet haben. Da gab es nur noch irgendwelche Probleme. Aber, ja. Ich meine, Hood Rat ist Hood Rat, ne? Dann sind mir noch zwei Leute ins Auge gekommen, Jesus und wie heißt der andere noch? Jason, genau. Ist aber nicht der von Jax, der Jason, ist ein anderer. Mit denen waren wir auch gestern noch die komplette Nacht unterwegs, also mit denen waren wir gestern noch ganz, ganz lang unterwegs. Und wie sind die so drauf? Jesus ist zwar ja eine eigene Nummer, aber nachdem er wurde ja auch angeschossen vorne bei Chips und dann kam eine andere Seite raus. Und was für eine andere Seite? Ja, aber richtig, richtig pisst und hat auf einmal direkt hier, keine Ahnung, lass uns den Typ finden und den zerlegt er und keine Ahnung, also die Seite, weil er eher so ein bisschen auch ein bisschen so Spaß macht und witzig ist, aber da kam dann auch die ernste Seite raus. Also, okay, das ist gut zu wissen, dass er das auch kann. Ja, also mit Jesus war ich gestern auch echt lang noch unterwegs. Jesus ist ein richtig cooler Typ. Okay, fand ich gut. Also wir müssen da ein bisschen loslegen jetzt. Jo. Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz in die Liste gucken. Wir sind nicht so viele, ne? Ich dachte ja, es kommen vielleicht noch ein paar. Wir sind 2, 4, 6, 8, 10 Leute. Mit Anna, Kenny, oder? Ja, Anna, Kenny, Kaiser, MJ, Logan, Hope, AC, Chips, Tyron und ich. Jo. Und dann habe ich noch zwei Dinge habe ich noch. Aha. Ich habe auch mal von dieser Tussi da, von dieser Summer erzählt, die mit dieser Luna da die ganze Zeit bei uns rumhängt. Ja. Und die, ja, die sucht relativ viel Kontakt zu mir. Ich habe es jetzt einfach die, mal gerne machen. Rot trägt, diese Summer. Ja, richtig. Die, genau. Die hat mir jetzt aber, ich habe es immer ein bisschen laufen lassen. Ich bin ja immer, ich suche ja immer einen Grund, ob mir vielleicht Menschen auch irgendwie einen Nutzen bringen. Aha, klar. Und die kam jetzt gestern hier nochmal an und hat gesagt, sie war jetzt die letzten Tage die ganze Zeit hier in der ganzen Stadt unterwegs und sie hat relativ viele Spots gefunden und Dinge, wo er was machen kann und sie wird sie mir gern zeigen. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, aktuell hat sie wohl doch noch einen Nutzen, bevor wir sie wieder entfernen. Ja, Alter, aber wenn die anfängt zu reden, dann hört die nicht auf, ey. Ja, hey, das ist doch diese Französin Zosen, oder? Ne, nochmal eine andere. Achso, ich dachte, das wäre die mit den roten Haaren. Ich kenne beide gar nicht, die Summer und diese Luna nicht.
Ach, muss scheiße, Alter, kennen? Ich komme mit den ganzen Weibern hier durch. Na, sag mal so, Luna kennt zumindest Logan cool. Ja, die kenne ich. Die kenne ich. Die hängen die ganze Zeit immer bei Logan ab. Aber das ist nicht auch eine, die rot trägt, oder? Sie hat zumindest mal ein rotes T-Shirt und rote Schuhe. Alter, was ist denn mit denen? Keine Ahnung, muss man sehen, was mit denen ist. Ich weiß nicht, sowas finde ich immer direkt unsympathisch. Ja, aber auf jeden Fall würde ich halt mit dieser Summer heute irgendwann mit irgendjemandem zusammen, habe ich gesagt, jo, lass halt mal ein bisschen rumfahren, ein bisschen quatschen, wir können nebenher mal die ganzen Spots abfahren. Okay. Ja, nur weil die alle immer direkt rot anziehen, Pro-Gamer. Was ist denn bei denen? Falsch. Und danach können wir sie beide. Die eine hört auch noch die Blatz-Musik, wo ich mir so denke, what the fuck? Also auch diese Summer. Ach genau, und wen keine Ahnung, kennt ihr DJ schon? DJ und Clio? Nee. Ich glaube, die kennen Chips auch schon ein bisschen länger. Die haben wir gestern auch kennengelernt. Die habe ich gestern auch noch kennengelernt. Wir waren auch relativ lang unterwegs. Die zwei wollen einen Club aufmachen. Aha. Und sind auch schon relativ weit. Also sie haben wohl irgendwie einen Termin und gehen demnächst mit irgend so einem Immobilienfuzzi die ganzen Locations ab. Der DJ scheint auch relativ cool zu sein. Also haben auch gut mit dem gequatscht. Wir haben gequatscht, oben hier in der Westside gibt es einen Club, Bahama West Mamas. Aha. Und er ist aktuell auf der Suche nach Investoren mit 17.000. Könnte man quasi als stiller Teilhaber im Hintergrund, ohne dass jemand davon was weiß, dort mit einsteigen und seine Finger mit reinbekommen. Das wäre voll gut. Das ist dann so ähnlich wie dieses Tattoo-Lounge-Ding. Richtig. Und er hat zwar schon andere Investoren, diesen Toni, den wir auch kennengelernt haben. Der mich übrigens auch ständig anruft gerade. Ah, der, ja. Und dieser Vince, der, keine Ahnung, hier Kohle verschenkt und dann auf einmal blank ist. Naja, gut, anderes Thema. Jo, ich habe gesagt, bevor mit irgendjemand quatscht, soll er bitte mal kurz vorher mit uns quatschen, ich muss mit euch quatschen. Aber ich sehe da halt auch ein bisschen Asche kommen. Ja, und natürlich. Muss ja keiner wissen, dass wir da die Finger mit drin haben. Aber wenn der Laden direkt hier sogar bei uns in der Westside ist, finde ich es nie verkehrt, in allen Geschäften ein bisschen die Finger drin zu haben. Richtig, vor allem können wir da auch ziemlich gut unser Zeug verticken. Richtig. Und wir alles haben andere rausschmeißen. Ja, und wir haben im Hintergrund natürlich Mitsprache. Alles andere rausschmeißen ist schon wieder falsch. Nein. Die Leute bringen ja auch Kohle rein, weißt du? Ich meine mit Kusch. Ach so, ja, natürlich. Aber ne, andere Farben werden mit Sicherheit auch da sein. Nee, das würde ich sowieso nie machen. Die sollen ruhig ihr Geld dann da lassen. Wie viel? 17.000? Richtig, also er braucht halt auch seine 50.000 und er wird dann quasi 17.000 aufbringen, diese Clio, dafür arbeiten die gerade und dann suchen sie halt noch einen Teilhaber. Sie wollten vielleicht sogar vier Teilhaber nehmen, aber ich habe gesagt, hört auf mit diesem Bullshit, das sind viel zu viele Leute, die euch dann in die Suppe spucken können. Ja. Umso weniger, umso besser. Ich habe gesagt, wenn ihr einen braucht, dann sucht euch einen und quatscht auf jeden Fall mal mit uns vorher. Weil wenn ihr hier in der Westside seid, ist es eh ein Laden, der in unserem Revier ist und da muss man sich eh mal drüber unterhalten. Ja, das Ding ist aber, ich sehe das ein bisschen anders. Also, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass schon zwei Leute da ihre Finger mit dem Spiel haben. Weil so jedes, den Gewinn müssen wir dann immer teilen. Das ist halt scheiße. Weil so, wenn die ihr Ding verlieren und ihr ihre Kohle machen und wir sagen, wir kriegen 25% der Einnahmen. Oder 20%. I don't know. Ja, richtig. Prinzipiell könnten wir das sogar auch machen, ohne dass wir uns da beteiligen. Ja, ich würde da auch nicht so viel, also ich würde mit Organisation und so einem Scheiß gar nichts zu tun haben wollen. Nee, haben wir auch nicht. Wir ermöglichen denen das, dass sie da sauber machen können. Wir pumpen da ein bisschen Kohle rein und bekommen aber dauerhaft Kohle zurück. Richtig. Jo. Das ist halt das Ding. Und wir haben halt in der Westside unsere Finger in dem Geschäft mit drin. Das Ding ist nur, das soll halt dann keiner wissen, dass wir da quasi Teilhaber sind. Wir sind komplett im Hintergrund. Jo. Ich finde das gut. Ja, ich glaube, die zwei machen das zusammen einfach, weißt du? Richtig, die zwei machen das zusammen. Also die zwei wollen das auf jeden Fall zusammen machen und suchen jetzt halt nur noch welche, um die Kohle aufzubringen. Und ich meine, jetzt einmalig 17.000 aufbringen, ist wahrscheinlich ein relativ guter Deal. Wenn das Ding da oben gut anläuft, da haben wir das relativ schnell wieder raus. Und wir können, wie gesagt, wenn wir Bock haben, unsere Hood Rats oben hinstellen und Security spielen lassen. Wir können, keine Ahnung, oben Drogen reinbringen, einen Ticken, müssen es nicht mit dem Ladenbesitzer auseinandersetzen, weil wir da einfach die Finger direkt mit drin haben. Wir können da einfach jemanden rausschmuggeln, wenn wir jemanden wollen, weil auf einer Party kommt eh jeder. Richtig. Also ich finde, das ist eine ziemlich gute Gelegenheit. Für alles, ja, für später. Aber wer kann dann jetzt einfach mal 17.000 aufbringen? Wir haben ja Zeit.
Wie lange haben wir Zeit? Naja gut, die sind jetzt kurz davor, diesen Deal wahrscheinlich schon abzuschließen. Also es kann sich da jetzt um Tage handeln. Das heißt, ich muss arbeiten gehen. Ich habe $80. Ich habe $2000. Können wir nicht mit irgendwas besser Kohle machen, jetzt mal ohne Scheiß? Du kannst angeln gehen. Ja. Aber bevor, ich gehe nicht angeln. Ich hasse Angeln. Keine Ahnung, irgendwas Lukratives, ich weiß nicht. Und wenn ich halt... Können wir nicht Leute hochnehmen? Ja, das ist halt wahrscheinlich auch nicht so lukrativ. Das Problem ist beim Leute hochnehmen momentan, dass du dann gleich wieder 20 Leute vor der Tür stehen hast, weißt du? Ja, verstehe. Und ich ziehe für nichts meine Farbe aus. Niemals. Hey, wollten die das? Nein. Achso. Aber, weißt du, um Leute zu überfallen. Ach, das Farbe, meinst du? Dann würde die uns nicht. Aber das mache ich nicht. Naja, die Farbe, die ich an den Schuhen habe, das würde ja auch gehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir wollten ja letztens ja auch Leute hochnehmen, wo die ganze Sache eskaliert ist. Und ja. Aber ihr habt doch keinen von denen hochgenommen, oder? Nein, das war halt so ein Missverständnis, weil der eine hat ja MJs Karre gerammt plus Mittelfinger gezeichnet und dann ist das halt eskaliert. Da ist MJ halt ein bisschen durchgedreht und hat den einen auf die Fresse gehauen, dann ging die Schlägerei los und dann wurden Waffen gezogen. Und das ist der Grund, warum das eskaliert ist. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal mit denen treffen. Aber bisher ist ja alles ruhig, oder? Ja. Ja, die waren gestern übrigens auch, als da diese Schießerei waren die mit ihrem kompletten Trupp am Stadtpark. Aber da ist nichts passiert. Die haben zu uns nichts gesagt. Keine Ahnung. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich war, wie gesagt, nicht da. Ich kam dann kurz darauf erst dazu. Aber scheint so, als hätten sie nichts gesagt oder gemacht. Okay. Ja. Ja, müssen wir gucken, wie wir das mit der Kohle machen. So, ich habe jetzt halt auch schon 4.000 oder 3.500 in die Eröffnung gepumpt. So, weißt du? Da müssen wir mal gucken, dass jetzt auch mal ein paar Leute bezahlen, die vielleicht nicht so viel dazu bezahlt haben. Ja, ich habe da auch 2.000 gezahlt. $900, wie gesagt, haben wir noch von der Gang. Ja, ich habe 1.500. Weil gesagt habe, soll ich behalten, aber das will ich nicht. Also ich kann 3.000 geben. Ja, wir wollen ja auch noch alles von... Klar, wie weit ist denn Chips mit seiner Kohle? Ja, Chips hat 30.000. Chips kauft sich jetzt in Lolo. Also spart er jetzt erstmal nicht für das, den Tattoo-Laden? Da gehe ich nicht von aus. Okay. Der Tattoo-Laden, der dauert auch noch. Ja, dann lass das doch angehen. Ich habe 2.000, ich weiß ja nicht. Warte, wie viele sind wir denn? 17.000 durch. Wie viele sind wir? Wir 10. sind immer noch 10, ja. Ja, dann muss jeder 1,7 blechen. Ja, das sollte ja wohl jeder hinkriegen. Das sollte jeder hinkriegen, richtig. Im Endeffekt ist es einmal Schrott voll machen, einmal verkaufen, einmal verarbeiten, sind ungefähr 2.000. Ja, das Problem ist, weiter. Du hast ja gesagt... Hey, letztes Mal habe ich 2,2 bekommen. Eine Stunde angeln, 1.100. Ich gehe ja nicht angeln. Ja, Tyrone hat ja gesagt, wir brauchen die Kohle schnell. Das bedeutet, man muss es erstmal vorlegen und die anderen zahlen das dann halt einfach an uns ab. Kann man ja rein theoretisch auch machen. Wir können das natürlich auch mit der Kohle machen, die wir von Rupi bekommen haben. Von wem? Von Rupi. Wie viel haben wir da bekommen? Wenn ich das jetzt so hochrechne, ich habe jetzt 4.500 bekommen. Haben wir ein Bankkonto für die Gang? Nein, haben wir nicht. Schade. Deswegen ist das auch bei allen möglichen. Chips hat, glaube ich, auch noch 2.000. Logan hat auch noch 2.000. Also wir haben schon knapp 10.000 von Rupi bekommen. Ja, dann sollten wir das machen. Also ich habe 4.500 bekommen. Ja, lass das doch so machen, dann legen wir noch so zusammen und der Rest zahlt dann einfach 1,7 an die Gang ab. 1,7 ist echt nicht viel, Mann. Ja, gut. Den Hoodred habe ich jetzt nicht dazu gerechnet, weil ganz ehrlich ist ein Hoodred. Dann kommt mal alle mit zur Bank, dann nimmt Tyron das Geld, der hat den Kontakt geklärt. Jo, finde ich gut. Hä, seit wann gibt der uns denn Kohle? Aber das ist seit kurzem. Wir haben... Ja, geil. Wir mussten mussten irgendwie Munitionshülsen machen. Ja. Ich glaube, dafür haben sie, keine Ahnung, ob sie das und was bekommen haben. Und dann mussten wir uns die letzten Tage eigentlich immer irgendwelche Waffenteile zum Ammunition bringen. Ich glaube, dafür hat er immer 2.000 locker gemacht. Das heute Abend mit dem Umzug, oder? Ja, würde ich auch. Ich würde auch nicht mehr auf den Rest warten. Ne. Ich meine, du bist dafür, MJ ist dafür, ich bin dafür und einige da andere sind auch dafür, dann läuft das doch. Ihr habt euch nochmal umgeguckt. Wie gesagt, einmal wurde ja gesagt, dass sie sich da hinten irgendwo Gelbe rumtreiben, aber ich bin jetzt die letzten 3-4 Tage eigentlich immer mal wieder alles abgefahren. Oder die Westside grundsätzlich, ob sich irgendjemand rumtreibt, aber ich habe da hinten keinen gesehen, noch irgendwo anders hier überhaupt. Und auch wenn da irgendwann dann Gelben sind, dann ist das halt so. Man muss sich halt nur akzeptieren.
Naja, ich mich, oder bei ja, mich oder halt nicht. Ich kann ja bei denen reingucken. Ja, bist ja. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen arg, ne? Naja, also das, ganz ehrlich, aus, in der Southside wohnen die auch alle gegenüber. Eben. Aber dann schreibst du das auf, Tyrone? Ich muss mal... Jo. So, komm mal her. Komm mal her. Ja, ah, hey, da bist du ja wieder. Jo. Hey, wolltest du nicht eine andere Frisur? Hab ich doch. Hast du? Hey, wolltest du nicht so, keine Ahnung, sowas hier? Hatte ich doch. Eine lange. Hat mir da nicht gefallen, dann bin ich wieder hergekommen. Okay. Okay. Wir packen jetzt gleich unsere Sachen zusammen und fahren rüber. Ja, geil. Da schon mal ein bisschen Präsenz zeigen. Und ja. Weil er sagte, hier fahren auch gerade Leute rum, die sich, die was suchen. Ja, dann und ich habe keinen Bock, dass die dann da im Start sind. Da würde ich sagen, ja, dann lass ich, Boden leer räumen, dann brauchen wir hier auch nicht mehr bezahlen. Also, hey, wollt ihr Boden komplett leer räumen? Was? Nee, was ist mit meinem Kühlschrank? Ich lasse die noch. Ich gehe nur noch dran hin zum, keine Ahnung, was ab und zu holen. Hier kann man ab und an Sachen verstecken, weißt du? Ja gut, das ist richtig. Ja, da reicht ja, wenn irgendwie zwei, drei Leute noch eine Bude hier behalten. Jo. Können wir auch so machen. Keine Ahnung, ob die ganzen Geräte da drüben, muss keine Ahnung, sieht ein bisschen abgefuckt aus. Keine Ahnung, ob die da funktionieren alle. Hierzu ja. Funktioniert es mal, weil ja, ich hole mein Zeug auf jeden dann später. Aber mit dem Auto rüberfahren würde ich auch schon da und da rumrennen halt. Ha, ja. Gut, dann lasst uns das machen. Ich sag Freddy, wegen dem hier. Wegen Jason und wegen Jesus. Hat Freddy gerade gemeint, ob wir da mal gucken, ob wir vielleicht auch schon in Richtung Schuhe gehen. Allerdings, dass halt jeder mal ein bisschen das Auge drauf wirft und jeder mal ein bisschen aktiv auf sie zugeht, mit ihnen quatscht. Jo. Dass wir heute Abend da vielleicht dann schon ein bisschen weiter sind. Weil ihr kennt sie ja noch gar nicht. Und ich kenne, wie gesagt, Jesus seit gestern, ein richtig cooler Typ. Jason kenne ich jetzt auch weniger, ich kenne Freddy. Chips kennen sie, glaube ich, am besten von allen. Und ich kann euch sagen, die Jungs, die Jungs sind gefühlt immer wach. Ja, das ist gut. Aha. Sowas ist also richtig gut. Ja, also ist 3 Uhr nachts mit Chips unterwegs und jetzt sitzen die schon wieder hier. Naja, Jesus war gestern, ich glaube, der war bis 1 oder 2 Uhr da und ist dann so um 3 wieder aufgestanden und hat gesagt, er hat ausgeschlafen. Oh, alles klar, läuft bei ihm. Weiß du Bescheid? Aber wir können ihn ja mitnehmen, oder? Ja, wir nehmen ihn. Die sollen helfen, Umzugskartons tragen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Bahama Mamas. Nö. Und zwar, die suchen da noch jemanden, der mit investiert. So im Hintergrund, ohne dass man den Namen oder sowas da steht. Für 17.000 und da haben wir gesagt, dass wir das gerne machen würden, weil wir kriegen dann davon ein bisschen Gewinn und wir können darüber dealen und wir könnten da rein theoretisch, wenn wir da drin jemanden haben wollen, leichter rausbekommen und das ist auf der Westside. Aha, okay. Und jetzt willst du Geld von mir haben? Nee, Tyrone sammelt das Geld, aber du hast glaube ich noch Geld von der Gangkasse, oder? Ja, habe ich. $2.500 für die Gang. Richtig, weil wir so schnell wie möglich 17.000 brauchen. Wie gesagt, wir benutzen halt erstmal das von der Gang, das Geld, aber dass jeder, ich meine, wir sind 10 Leute, 1.700 zahlt. Ich glaube, das kann sich auf jeden Fall jeder leisten. Weiß ich nicht, ob ich mir das gerade leisten kann, muss ich gucken. Ja, das ist ja nicht schlimm, aber das hat man ja innerhalb von ein paar Stunden, Tagen. Ja, arbeiten kann ich zurzeit nicht, also Tage. Ja, ich hab schon gehört. Wo hat's dich erwischt? In der Schulter habe ich einen Durchschuss, dann habe ich eine Kugel im Bauch bekommen und eine im Rücken. Uff. Ja. Ich hoffe, die anderen sehen genauso aus. Keine Ahnung. Ich hab die nie wieder gesehen. Okay. Noch einmal im Klamottenladen. Aber nicht mit ihnen geredet? Nee. Aber was hätte ich machen sollen? Ich hätte mich nicht verteidigen können. Ja, klar. Und warum soll man mit denen reden? Ja. Ja, ich habe schon gehört. Ich bin jetzt auch wieder mehr da. Okay, mir das ist gut. Mir geht's jetzt auch besser. Ist auch noch nicht komplett fit, aber wird schon. Okay. Naja, immer ein Anfang. Ja, ich war jetzt lang genug krank. Jetzt reicht's auch wieder. Das stimmt. Mhm. Ja, also. Und ja. Scheinbar ziehen wir um. Richtig, ja. Ziehen wir jetzt nach jeder Niederlage um? Weißt du davon noch nichts? Um Umzug? Jo. Nö, hat mir AC gerade nur am Telefon gesagt. Kurzzeitig. Die haben mir das heute auch gezeigt und das liegt ja nicht an der Niederlage, sondern, ich meine, außerdem war das jetzt die erste, glaube ich, sondern
was uns ja alle schon gestört hat, dass da halt ein Hotel ist. Das ist das Problem. Da geht halt jeder rein, raus, wie er lustig ich hab hat. Ich habe letztens $50 extra von einem verlangt. Ja, hat er mir schlecht. $50 in die Tasche gedrückt, zwar nicht ganz unfreiwillig, aber... Ja, aber hier ist halt viel ruhiger, ne? Bei dem anderen, da geht halt wirklich... Ist die ganze Zeit jemand, da fahren die ganze Zeit die Leute vorbei. Es ist halt so wie so ein kleiner Park gefühlt. Mhm. Deswegen haben wir uns was anderes gesucht. Eigentlich nicht. Also für mich war nicht der Grund, dass da andere kamen. Ja. Sondern einfach hier ist viel ruhiger. Und hier ist auch kein Hotel. Ich lasse das Zimmer wahrscheinlich trotzdem da, um ab und zu mal dann einen Kühlschrank zu benutzen. Ich werde das Zimmer auch nicht kündigen. Richtig, halt für solche Sachen oder ein Sandwich oder so zu machen, aber also größtenteils sind wir halt hier. Okay. Findest du hier nicht gut? Ich weiß es nicht, ich habe mir das hier noch nicht angeguckt. Ich bin hier zwar mal durch die Gassen und so gefahren, aber... Ach so, ich dachte, du kennst das schon. Nee, ich habe keine Ahnung davon. Weißt du? Weil dein Name ist, glaube ich, nicht gefallen. Weil ich habe gefragt, wer weiß das halt alles schon? Weil die das halt einigen zeigen wollten. Das Problem ist, man kann halt auch nicht ewig warten. Weil, ja, sonst ist es irgendwann weg. Aber ich dachte, du warst doch die letzten Tage da, oder nicht? Ja, ich war die letzten Tage eigentlich immer da. Eigentlich immer. Ja, dann verstehe ich eh nicht, warum du das noch nicht weißt. Das weiß ich auch nicht. Ja, lass mal kurz zu den anderen gehen. Aber scheiße findest du es nicht, weil guck mal, wir haben hier einen Parkplatz und da oben so einen Riesenturm. Kannst du klettern? Ja, ich muss mir das mal angucken. Kannst du schon klettern? Nö. Okay. Dann kann ich mal meinen Arm heben. Uff. Logan hat auch noch Geld. Aha, du musst es auch noch 2000 haben, oder? Wer? Logan. Ich habe noch 2500 von Chips. Ja genau. Dann noch mal Manaria den Job, dann müsst ihr uns eh wieder Kohle geben, eventuell. Aha. Ja, da müssen wir in einer halben Stunde müssen wir dahin. Ja. Aber dafür brauchen wir meistens nicht viele Leute. Ich fahre da dann, keine Ahnung, wer will mit, ansonsten nehme ich einfach irgendjemanden mit. Ja, ich würde ihn auch gerne mal wieder begrüßen, wenn das okay ist. Was begrüßen? Ja, den Typen, ich habe den vor langem nicht mehr gesehen, so. Ja, ich würde einfach mal wer warnen und nicht, das ist halt die Frage. Also ich habe den Job schon, keine Ahnung. Ja, ich habe ihn mittlerweile auch schon zweimal jetzt mittlerweile gemacht. Schon sein bester Freund. Kaiso kennt ihn zum Beispiel nicht wirklich. Der, wenn der da wäre, könnte er mit, aber der ist ja nicht da. Aber Hope hat, glaube ich, auch nur den ersten Job für ihn erledigt, ne? Richtig. Ja, dann mach du dann, das. Dann heute. Geht Hope mit dir. Ja, Chips hat jemand mit was, dabei? Ja, Chips hat gestern auch noch was Interessantes gesagt. Wir haben jetzt ein paar Mal den gleichen Job gemacht. Aha. Echt, welchen? Gibt er immer nur einen Job oder würde der jedem von uns die Möglichkeit geben, für ihn zu arbeiten? Das ist eine Frage. Weil du das hast genau den gleichen Job gemacht wie ich, das hat mich ein bisschen gestürzt, weil wir sonst immer einen Unterschied gehabt haben, weißt du? Keine Ahnung. Welcher war das denn? Gucken. Ammunition. Da müssen wir Waffenteile hinbringen. Hm. Aber dann nimm du dir irgendjemanden mit, Hope. Ja. Und dann übernimmst du das, du brauchst dafür nicht viele Leute und zu viele Leute ist auch nee, ein meistens und tanken fertig. Und fertig. Genau. Mit tanken ist man immer gut dabei. Ja, dann such dir einen aus. Ja, wann muss ich denn los? In einer halben Stunde? Halbe Stunde. Okay. Da sein oder halbe Stunde los? 30. Ist scheißegal. 30 geht das. Ich war gestern auch um 16.30 Uhr da. Diese Mucke geht mir hier auf den Sack, ne? Ja, mich auch. Ich habe eine kleine... Ich habe nicht unbedingt keinen Rank-Up, aber ich würde Tyron gerne das Recruitment geben. Also quasi ihn als Strawboss ihm die Möglichkeit geben. Weil, du meinst, dass er für die Hood Rats zuständig ist? Aha, ganz ehrlich, er kümmert sich darum, er sagt, er kam gerade eben zu mir und hat gesagt, ja, wenn wir jetzt wieder Hood Rats aufnehmen oder wenn wir welche aufnehmen, dann würde ich denen auch direkt alles erklären, wie das hier läuft und so, dass sie nicht, dann lass uns auch Regeln mit den Dächern machen und so weiter. Ich würde das gerne machen oder würde das gerne so regeln, dass er das übernimmt. Ja, finde ich gut. Ja, wir müssen immer schauen wegen, ja, wegen solchen Rängen. Ich würde gerne auch welche haben, die Taktik machen. Also schauen, auf welchen Dächern wir stehen. Aha. Sowas bräuchten wir halt auch. Aha. Zwei Leute, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr schon eine Schießerei hattet, dann sollten wir uns hier auf jeden Fall auskennen. Ich meine, man kommt auf alle Dächer wahrscheinlich drauf. Aber man sollte trotzdem wissen, auf welchem Dach wir wohin gehen. Und wie wir uns aufstellen. Aha. Ich weiß nicht, wer dafür ganz gut wäre. Logan auf jeden Fall. Und vielleicht noch jemand. Kaiser vielleicht. Ja, und Kaiser habe ich mir auch gerade gedacht. Na, was ist,
Ja, ich würde ihm das direkt mal sagen. Jo. Tyrone, komm mal rüber. Komm mal kurz rüber, Tyrone. War eine ziemlich einfache Entscheidung. Okay. Das, was ich dir gerade gesagt habe mit dem Strawboss. Okay. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das übernimmst. Jo. Weil dann dir redet keiner rein. Das ist deine Aufgabe. Du bildest die aus. Also du zeigst denen, wie das hier läuft. Und naja, du bist der Boss. Wir haben damit dann aber auch nichts mehr zu tun. Und reden dir auch nicht da rein. Ja, das kriege ich hin. Das heißt, wenn du sagst, heute Abend, wir haben genug mit denen gemacht und du sagst, die brauchen noch ein paar Tage, dann brauchen die noch ein paar Tage. Und kann ich euch jetzt schon sagen, dann brauchen sie noch ein paar Tage, weil ich habe gerade mit Chips gequatscht. Chips kennen die auch erst seit gestern. Ich dachte, er kennt die schon länger. Ja, siehst du, guck mal. Aber Jesus zum Beispiel ist man schon vorher ein bisschen begegnet, aber ich würde, wenn man die erst seit gestern kennt, würde ich wirklich noch ein bisschen warten. Aha. Seit gestern ist halt ein bisschen denkt groß. Denkt aber auch immer dran, Hood Rats können wir jederzeit wieder richtig rausschmeißen. Denkt daran. Ja, das sowieso. Das ist ganz wichtig. Und es ist wichtig, am Anfang jetzt ein paar Leute hier am Start zu haben. Die kriegen sowieso keine Information. Deswegen, ne, sollte man da jetzt auch nicht zu streng sein und 3 Wochen warten, bis da jemand irgendwie Schuhe bekommt. Nee, das würde ich auch nicht machen. Aber die, nicht nur einen Tag kennen und zack, weißt du? Aber wenn ihr ganz viel mit denen gemacht habt und heute dann auch nochmal ganz viel, könntet ihr rein theoretisch wirklich schon heute Abend sagen, yo, let's go. Aber das entscheidest du. Richtig. Ich meine, ich kann es ja auch ein bisschen so laufen lassen, zu sagen, keine Ahnung, Jesus und Jason sind auch relativ joint-abhängig, nenne ich es jetzt mal. Ich kann zu denen sagen, hey, pass auf, ich habe vielleicht einen kleinen Job für euch. Ihr geht ein bisschen ticken, dafür bekommt ihr auch ein bisschen Gras von uns. Zieht euch rote Schuhe an, dass ihr wissen, dass die von uns kommt, dass ihr keine Probleme bekommt beim Ticken. Und können sich über die Schiene mal beweisen. Dass sie halt einfach sehen, okay, sie können ein bisschen für uns arbeiten, bekommen da ihr Dope für. Oh, das finde ich auch gut. Das ist eine gute Idee. Jo. Genau deswegen bist du der Richtige dafür. Wir reden dir da nicht rein, du machst dein Ding. Ja, alles klar. Okay, easy. Perfekt. Jo. Finde ich gut. Ja, aber wegen Logan Kaiser, willst du da mit Logan auch reden? Was? Ach so. Ja, lass das machen mit Kaiser das. Mit den beiden zusammen? Aha, genau. Wir müssen eh mal überlegen, ob wir irgendwie einmal die Woche oder wie auch immer uns zusammensetzen und mal quatschen über alles. Das hatten wir früher halt auch. Ah ja, ich weiß. Und ich glaube, das wäre auch ganz wichtig, weil dann könnte man auch sagen, yo, Jungs, passt auf, Tyrone macht jetzt Strawboss. Und nicht, dass es keiner mitbekommt. Weil zum Beispiel Logan hat das gar nicht mitbekommen, dass ihr euch das hier angeschaut habt. Der war aber auch gestern auch da. Ich hab's ihm gestern erzählt. Echt? Dann hat er dir nicht zugehört. Ich hab mich schon gewundert. Der war nämlich nicht so begeistert, dass er davon auch nichts wusste. Was geht? Ja, was ich hab's ihm gestern gesagt, dass wir heute noch mal schauen, wenn alle da sind. Ich habe ja mit Anna auch noch gequatscht. Als Anna gekommen ist, habe ich sie auch direkt erzählt. Okay, dann hat er das, dann war es wahrscheinlich zu spät. Ja, dann muss er halt... hat's dir erzählt. Dann muss er halt... müssen wir halt auch mehr zusammen machen. Dann kriegt das auch jeder mit. Ja. Was geht's denn gerade? Wir überlegen gerade, dass wir vielleicht wieder einmal die Woche uns zusammensetzen, wo wir so reden. Wie wir es halt früher auch gemacht haben. In Detroit. Oder was haltet ihr davon? Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich natürlich, ich bin also, immer da. Jo, ich find's halt wichtig, weil genau solche Sachen, wie zum Beispiel mit Umzug oder so, kann dann halt da besprochen werden. Ja. Welchen Tag findet ihr gut? Keine Ahnung. Ich finde es egal. Mir ist das auch egal. Wir auch. Dienstag? Ja, können wir machen. Allgemein unter der Woche. Aber wie viel Uhr? Zu spät darf es halt bei mir nicht sein. Dienstag, 18 Uhr? Ja, das passt easy. Oder passt das für die meisten? Ich weiß es nicht. Ja, 18 Uhr passt das. Können ja nochmal fragen. Vielleicht ein bisschen später, aber 18 Uhr finde ich ganz gut. Machen wir das dann direkt Ups. Mach ich auch immer. Machen wir das dann direkt diesen Dienstag schon? Nein. Diesen Dienstag. Ja, eben. Ich glaube, da schlafen viele. Ah,
Aber ab wir sollten Woche ein gutes. Ab nächste Woche. Ich glaube halt, es gibt schon super viele Sachen, die wir wirklich besprechen sollten. Und ich. Vielleicht, dass man sagt dann am Mittwoch und ansonsten immer Dienstag. Ja, das können wir machen. Ja? Jo. Dann Mittwoch 18 Uhr. Mhm. Dann gibt's den Leuten einfach weiter und ansonsten immer Dienstag 18 Uhr. Ja, ich habe zu Freddy gerade schon gesagt, wir sollten auf jeden Fall mal quatschen, auch auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier sind, dass wir ein bisschen von vornherein, dass jeder gleich weiß, wer sich wo aufhalten kann, wer sich wo bewegen kann. Weil oben hatten wir die Möglichkeit noch nicht so. Aber ich habe keinen Bock, dass hier wieder Leute die ganze Zeit auslaufen, wie sie Bock haben. Oder denken, man kann es einfach tun. Parkplatz ist Besucher und fertig. Ja, richtig. Jo. Man kann einfach sagen, wir treffen uns am Parkplatz und gut ist. Wie gesagt, für mich ist so erstes Vordach, können die Leute mit hochkommen, wenn wir sie mit hochnehmen. Und ganz oben auf dem Dach ist ja eigentlich so ein bisschen... Jo. Für mich Tabuzone, das sollen richtig. Die Leute gar nicht wissen, was für einen Überblick wir da oben haben. Richtig, das sollten eigentlich nur Leute sein, die rot tragen. Ja, zum Reden, ich meine, wenn welche zu uns kommen, auf dem Dach aufhalten, ist meistens gar nicht so schlecht, falls was kommt. Aber ich finde auch hier unten gar nicht so übel. Ja, du hast hier halt an dem Parkplatz, wenn du mitten im Parkplatz stehst, hast du so eine Knautschzone, wo niemand lauschen kann, weißt du, ohne dass du was siehst. Ja gut, zum Quatschen könnte man auch auf das erste Vordach richtig. Gehen, aber halt ganz oben nicht. Brauchen, wie gesagt, nicht, wie Freddy sagt, nicht jeder wissen. Wie gut wir die Übersicht haben. Also aufs ganz Große würde ich auch nicht machen. Aber mit Leuten so reden, glaube ich, würde ich erstmal hier unten, außer man kennt sie halt echt schon besser. Warum sollten sie überhaupt so uns hoch? Mit den OCBs würde ich halt auf das erste Dach gehen. So, weil die kennen wir. Und mit denen haben wir halt auch schon öfter geredet. Genau, solche Leute, richtig. Den habe ich übrigens schon geschrieben, dass sie sich mal melden sollen, oder Prey, sobald er da ist, dass ich mit euch treffen kann, bezüglich, dass sie wissen, wo sie uns ab sofort finden. Oh, das ist gut.